Millionen Witwen oder Witwer warten auf höhere Rente. Herbe Enttäuschung, Rentenerhöhung lässt wieder auf sich warten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir hatten es ja schon kurz angeteasert oder angekündigt, dass es zum 1. Juli 2025 einen neuen extra Sonderfreibetrag bei Erwerbseinkommen und kurzfristigen Erwerbsersatzeinkommen bei der Einkommensanrechnung für Witwen oder Witwer geben soll. Dieser neue Freibetrag, wir nennen ihn laut dem Gesetz Sockelbetrag, soll mit Stand 2024 538 Euro betragen. Das orientiert sich sozusagen an der Geringfügigkeitsgrenze, also an der Höhe eines anrechnungsfreien Minijobs. Und genau um diesen Betrag wird dann, um diese 538 Euro, wird dann Erwerbseinkommen vor der Einkommensanrechnung gekürzt und führt dann, so will es der Gesetzgeber, zu einer höheren Witwenrente oder Witwerrente oder erstmaligen Anspruch auf eben jene hinterbliebenen Rente. Ja, meine Damen und Herren, und wir wissen es, viele von Ihnen haben sich auf die Einführung dieses neuen Freibetrages, Sockelbetrages wirklich gefreut zum 1.7.2025 und haben sich schon eingerichtet und haben gesagt, Mensch, alles klar, dann werde ich meine Erwerbstätigkeit ausweiten oder ich beginne sogar eine neue Tätigkeit. Das wäre sogar im Sinne des Gesetzes und des Gesetzgebers richtig gut gewesen, denn wir brauchen in Deutschland jede helfende Hand im Arbeitsmarkt. Ja, aber aus der Traum, meine Damen und Herren, ich weiß, Sie werden jetzt herb enttäuscht sein. Dieser Sockelbetrag kommt eben nicht zum 1.7.2025. Was ist passiert? Die deutsche Rentenversicherung hat natürlich das Recht oder hat sich das Recht herausgenommen, sie wurde auch vom Gesetzgeber angeschrieben dazu, eine Stellungnahme zu schreiben zur Umsetzung der Neuregelung von rentenpolitischen Maßnahmen der Wachstumsinitiative. Ich zeige Ihnen das mal, wo es geschrieben steht. Und zwar hat die Deutsche Rentenversicherung am 27. August 2024 zu dieser hier Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grüne und FDP Stellung genommen und hat dann eben auch in ihrer Stellungnahme bestimmte Dinge erklärt und erläutert. Hochinteressant, meine Damen und Herren. Und da geht die Deutsche Rentenversicherung schon mal in den anrechnungsfreien Sockelbetrag rein, der ja im Paragraph 18b Absatz 4a SGB IV, Sozialgesetzbuch Nummer 4, dann geregelt werden soll. Und und teilt dann halt eben mit, welche Folgen das alles haben soll und haben kann und sagt dann auch, dass hier dass also zumindest 410.000 Rentnerinnen und Rentner ein Einkommen erzielen, welche derzeit bei Sockelbetrag zu berücksichtigen wären und nicht beziffert werden können die Personen, die eine geringfügige Beschäftigung ausüben und daneben weiteres Einkommen erzielen. Meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, dass wir es hier im Millionenbereich zu tun haben. Es sind doch relativ viele Menschen, die eine Witwen- oder Witwerrente erzielen oder haben oder bekommen und nebenher noch arbeiten gehen. Viele von denen, über 100.000, bekommen ja die Witwenrente wegen Einkommensanrechnung überhaupt nicht ausgezahlt. Davon hatte ich ja letztes Jahr schon berichtet. Auf diesem Beitrag und auf dieses Video sind über 1 Million Menschen draufgegangen und haben sich das angeguckt. Da nochmal recht herzlichen Dank. Das war ein tolles Erlebnis und Dankeschön, dass Sie so fleißig auf diesen Beitrag damals gegangen sind. Ja, meine Damen und Herren, und das Problem bei der Rentenversicherung ist, da weist sie darauf hin, dass mit der Einführung dieses anrechnungsfreien Sockelbetrages erneut umsetzungsaufwendige Verbesserungen im Rentenbestand vorgenommen werden müssen. Dies stellt, das ist ja eine kleine Kritik, ein weiteres Mal eine Abkehr vom Grundsatz dar, Leistungsausweitungen nur für Neurentner zu regeln.
Ja, liebe Rentenversicherung, also da bin ich voll beim Gesetzgeber und sage, was soll das eigentlich? Es muss für alle Rentner da sein, diese Einkommensanrechnung, und nicht nur für Neurentner. Die Rentenversicherung kann nicht abschätzen, ob die Einführung dieses Sockelbetrages tatsächlich zu einem spürbar höheren Arbeitsvolumen bei den Betroffenen führen wird. Das wissen wir auch nicht, das kann man dann erst später sehen. Dennoch halte ich, sagen wir mal, die Erhöhung des oder die Einführung eines Freibetrages in welcher Form auch immer generell für absolut sinnvoll. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt geht es um die technischen Probleme. Und die Rentenversicherung hat hier große Probleme, diesen Sockelbetrag zum 1. Juli 2025 einzuführen. Es sind schlicht und ergreifend technische Probleme, ähnlich wie beim EM-Bestandsrentenverbesserungsgesetz ist eine Umsetzung zum vorhergesehenen Zeitpunkt nicht möglich, ohne den Umsetzungszeitpunkt der bereits geschlossenen Gesetze zu gefährden. Also es ist ein Zusammenspiel mehrerer Gesetze, die gerade in Bearbeitung sind, in technischer Umsetzung sind. Das schafft die Rentenversicherung nicht. Das ist für mich letzten Endes auch völlig nachvollziehbar. Das heißt also, IT-Sicherheit muss gewährleistet sein, Routine-Sonderaufgaben müssen durchgeführt werden, die deutsche Rentenversicherung braucht zusätzliche IT-Kapazitäten und. Und deshalb sagt sie, wir schaffen es nicht. Aber jetzt, meine Damen und Herren, kommt das Entscheidende. Die deutsche Rentenversicherung macht einen Alternativvorschlag und will damit diesen neuen Einkommensfreibetrag retten und sagt auch, das können wir zum 1.7.25 ändern zugunsten der vielen betroffenen Witwen oder Witwer, indem sie anstelle des angedachten neuen Sockelbetrages eine Regelung schaffen, wonach anzurechnendes Erwerbseinkommen und kurzfristiges Erwerbsersatzeinkommen um einen Prozentwert gekürzt wird. Das entspräche der Logik des § 97 Absatz 2 Satz 3 SGB 6 könnte dann letzten Endes auch zum 1. Juli 2025 IT-technisch mit einem geringeren Aufwand, so schreibt es die Rentenversicherung, umgesetzt werden. Das heißt also, hier ist der Rettungsanker, meine Damen und Herren, den die Rentenversicherung vorschlägt. Herzlichen Dank, liebe Rentenversicherung, das ist ein toller Vorschlag. Ich habe heute im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens von diesem Vorschlag durch den Gesetzgeber, also durch die SPD, FDP und den Grünen, nichts gehört, meine Damen und Herren. Und zwar geht es nämlich hier um diese Regelung, und zwar um den 18b, Paragraph 18b, Absatz 5. Sie wissen ja, dass Einkommen, Erwerbseinkommen, Arbeitsentgelt, also wenn Sie Lohn haben, bevor es an die Witwen- oder Witwerrente angerechnet wird, erstmal bereinigt werden muss. Das heißt also, wenn Sie 2000 Euro Bruttoeinkommen haben, wird das um 40% bereinigt. Und genau dieser Prozentsatz, diese 40%, müssten eigentlich im Grunde genommen nur leicht erhöht werden, damit man dann ungefähr auf den Wert des Sockelbetrages 538 Euro kommt. Und genauso auch bei kurzfristigen oder kurzfristigen Erwerbsersatzeinkommen, das ist Krankengeld und Arbeitslosengeld. Auch da müsste man letzten Endes nur die entsprechenden Abzugsbeträge bei der Nettobereinigung leicht erhöhen, meine Damen und Herren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, guter Vorschlag von der Rentenversicherung, aber ich habe leider aktuell da noch nichts gehört aus dem Gesetzgebungsverfahren, ob der Gesetzgeber diesem Alternativvorschlag folgen wird. Ich würde mich natürlich darüber richtig freuen, wenn der Gesetzgeber sich durchringen könnte und über den Alternativvorschlag von der Deutschen Rentenversicherung aus der Stellungnahme vom 27.08.2024 zum Wachstumschancengesetz oder Wachstumsinitiative der Bundesregierung im Rahmen der Formulierungshilfe dann zu folgen. Ja, meine Damen und Herren, was verbleibt dann also sozusagen? Die bittere Erkenntnis, dass Witwen oder Witwer, Millionen, die auch arbeiten, noch neben der Witwen- oder Witwerrente, eben wieder in die Röhre gucken und 2 Jahre lang auf die erhoffte höhere Rente noch warten müssen. Das heißt also,
wenn man den Stand heute nimmt, 16. Oktober 2024, sind es ja nicht nur 2 Jahre, dann sind es ja auch noch 2,5 Jahre. Aber wir wollen fairerweise sagen, das Gesetz würde so oder so erst zum 1.7.2025 in Kraft treten. Und viele von Ihnen haben ja schon gerechnet und haben gesagt, okay, ich gucke und prüfe, ob ich jetzt die Erwerbstätigkeit, eine neue Erwerbstätigkeit aufnehme oder aber sie ausweite, denn dann habe ich ein paar Euro 50 mehr in der Tasche und jeder Cent, den ich mehr in der Tasche habe, der zählt natürlich für mich als Einkommen. Ja, meine Damen und Herren, aus der Traum vom neuen Sockelbetrag, Alternativvorschlag der Rentenversicherung, dazu liegt vor, dieser wäre zum 1.7.2025 umsetzbar, ob es dann tatsächlich noch zu einer Umsetzung durch den Gesetzgeber kommt. Ich weiß es nicht, ich kann es nur hoffen. Vielleicht erhört ja der Gesetzgeber den Vorschlag der deutschen Rentenversicherung. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.